Wir sind in Berlin vor dem Brandenburger Tor und wir unterstützen den Protest der Logistiker, das heißt der Transportunternehmen hier in Deutschland, die gegen die für sie nicht mehr wettbewerbsfähigen Bedingungen innerhalb von Europa demonstrieren. Und das ist jetzt kein Zufall, das ist auch nicht zufällig passiert. Es ist ja gezielte Politik der Bundesregierung, den Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Und das macht sie mit teilweise rabiaten Methoden. Welche Methoden sind das? Also was sind die konkreten Probleme, weswegen heute hier die Transportunternehmer demonstrieren? Ja, für viele deutsche Transportunternehmen ist es einfach nicht mehr lohnenswert im internationalen Wettbewerb. Und ein Hauptgrund ist natürlich die Mauterhöhung, die allerdings alle Unternehmen trifft, aber die Deutschen besonders, weil sie nämlich zeitgleich kommt mit einer, also die Mauterhöhung kommt in Deutschland zeitgleich mit einer Erhöhung des CO2-Bepreisung. Und gleichzeitig haben wir hier natürlich auch in Deutschland sehr, sehr hohe Kraftstoffpreise. Und in Summe führen diese Bedingungen dazu, dass die Transportkosten für deutsche Unternehmen sehr hoch sind. Und wir wissen ja, die Wettbewerbsfähigkeit war in den letzten Jahren schon schwierig. Deshalb gibt es in Deutschland auch eine Beschränkung der Geschäftstätigkeit von ausländischen Unternehmen, das heißt Kabotage. Und die deutschen Unternehmen beschweren sich darüber, dass natürlich die nicht ausreichend überprüft wird. Das heißt also im Klartext, es gibt zwar eine Regelung, aber die wird einfach nicht überprüft und deshalb gibt es diese Regelung auch nicht. Und wir wollen natürlich, dass alle diese Sachen korrigiert werden, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass deutsche Speditionen, Transportunternehmen in Deutschland wettbewerbsfähig arbeiten können. Wir haben hier mal zusammengefasst unsere Antworten auf die Forderungen der Verbände. Wir haben das selbstverständlich auch auf der Fraktionsseite verlinkt und ich habe es gerade schon angedeutet, wir erfüllen weitgehend, ohne dass uns die Verbände hier diese Forderungen geben müssen, durch unsere Forderungen schon in der letzten Legislatur und auch in dieser Legislatur viele Anträge, haben wir genau diese Dinge, die hier gefordert werden, die haben wir genau in Anträgen. Sie wollen Ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitzfallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Schon manifestiert. Das heißt also, wenn eine AfD-Beteiligung an einer Bundesregierung stattfinden würde, dann gäbe es diese Demonstration nicht, sondern hätten wir zufriedene Logistikunternehmen, die in Deutschland wettbewerbsfähig arbeiten können. Also ich kann es nur sagen, es ist wie aus unserem Parteiprogramm, wie aus unserem Fraktionsprogramm abgeschrieben. Genau diese Dinge, die diese Unternehmen fordern, haben wir bereits selber berücksichtigt in Anträgen. Das hier ist eine direkte Folge der Energiepolitik der Ampel. Während in der Vergangenheit die Bauern hier waren, deren primäre Produktion verteuert wird, geht es jetzt um den Transport der Güter, unter anderem auch der landwirtschaftlichen Güter, vom Bauernhof in die verarbeitende Molkerei oder meinetwegen in der Getreidemühle und von dort natürlich zum Einzelhandel. Die ersten Verteuerungen auf dem primären Sektor bei den Bauern machen die Produkte teurer. Jetzt wird auch der Transport durch die Energiepolitik der Ampel verteuert. Das heißt, am Ende kommen für den Konsumenten neben der Mauterhöhung hier zahlreiche Belastungen zu, die am Ende immer vom Konsumenten beim Erwerb seiner Konsumprodukte getragen werden müssen. Man fühlt sich wirklich an Marie Antoinette erinnert nach dem Motto, wenn das Volk kein Brot hat, soll es doch Kuchen essen. Den Leuten geht es nicht gut. Die Logistiker können diese Preissteigerung nicht einfach an die Kunden weitergeben, weil auch die Kunden, die Steuerzahler bereits sehr stark belastet sind. Und am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass viele Logistiker diese Preiserhöhung nicht mehr erleben werden. Sie werden den Job verlieren und sie werden auch natürlich die Segel streichen müssen. Das Ganze wird der billigeren und preiswerteren Konkurrenz aus dem EU- und Nicht-EU-Ausland überlassen werden. Wir sind hier auf der großen Demonstration der Trucker- und Fuhrunternehmer. Wir haben hier schon viele gute Gespräche mit den Leuten führen können. Die Leute haben uns sehr viel Zustimmung entgegengebracht und das macht mich natürlich wirklich froh, denn es ist zu erkennen, dass sich in der Bevölkerung immer mehr der Satz und das Motto durchsetzt, die Ampel muss weg. Wenn ich mit diesem Satz, die Ampel muss weg, seid ihr auch der Meinung, auf die Leute zugehe, kommt sofort der Daumen nach oben. Jawohl, genau, der Meinung sind wir auch. Das heißt, es ist ein großes Aufwachen in der Bevölkerung und das macht wirklich Spaß, heute hier zu sein. Eigentlich hätte der Kanzler längst die Vertrauensfrage stellen müssen, denn er hat das Vertrauen der Bevölkerung lange verspielt und verloren. Das wird er aber trotzdem nicht tun, weil die Ampelkoalition weiß, dass wenn es in irgendeiner Weise die Gefahr von Neuwahlen gäbe, dann würde ein großer Teil der Leute auf den Stühlen, auf denen sie jetzt sitzen, nicht mehr sitzen. Und deswegen werden die weiter wursteln mit allen Möglichkeiten, die sie halt haben und werden eine demokratische Ablösung durch andere verhindern wollen. Sie sind ja Mitglied im Verkehrsausschuss. Was würde denn die AfD anders machen? Was fordert Ihre Fraktion? Wir würden dafür sorgen, und das ist für die Spediteure das Hauptproblem jetzt,
dass die Preise runtergehen, dass sie nicht mehr so viel bezahlen müssen. Die müssen jetzt seit Anfang Dezember fast das Doppelte bezahlen pro Kilometer Straße für die sogenannte Lkw-Maut. Da hat die Regierung einen sogenannten CO2-Preis draufgeschlagen. Und die machen das sogar doppelt. Die haben nämlich auch CO2-Preis und das muss jeder Bürger bezahlen, auf Benzin und Diesel draufgeschlagen. So ungefähr 4 Cent Spritpreiserhöhung zum Jahreswechsel, das müssen die auch noch bezahlen. Und die können nicht alle Preiserhöhungen, die sie schultern müssen, ihre Kunden und letzten Endes an die Verbraucher weitergeben. Das heißt, es ist für viele Betriebe dort existenzgefährdend, das wird Arbeitsplätze vernichten. Spediteure aus dem Ausland haben es immer leichter in Deutschland, weil es unsere Firmen immer schwerer gemacht kriegen. Es ist schön zu sehen, wie die Leute jetzt langsam in Schwung kommen. Nach den Landwirten sind jetzt auch die Logistiker auf der Straße. Wir sind eben, Thomas Ehron hat es gerade schon genannt, wir sind hier einmal die ganze Meile runtergelaufen, haben mit den Leuten ins Gespräch gekommen und man merkt, es ist ein Stimmungsumbruch in der Bevölkerung. Also auch die Logistiker stehen nicht nur hier, weil sie gegen die Mauterhöhung demonstrieren wollen oder gegen die schlechten Sanitärbedingungen an den Rasthöfen oder andere Dinge, sondern es ist ein Umschwung, es ist eine allgemeine Unzufriedenheit da und die AfD ist im Aufwind, wir sind angekommen. Es geht ja nicht darum, dass hier Subventionen ausgeschüttet werden und die Bauern hier zu Bittstellern degradiert werden dürfen, sondern es geht darum, dadurch, dass die Energiepreise so hochgeschnellt sind, wir als AfD setzen uns ja dafür ein, eben nicht, dass subventioniert werden muss, weil dann geht es den Menschen ja schon schlecht oder in diesem Fall den Landwirten, sondern wir wollen eine generelle Steuererleichterung für alle Bürger. Und auch den Logistikern würde das natürlich zugutekommen, wenn die Steuerbelastung geringer wäre beim Kraftstoff und der Diesel 1,20 kostet, dann braucht man auch nicht so subventionieren. Ja, so wie es insgesamt in Deutschland läuft, geht es nicht weiter. Jetzt hier hinter uns ist eben die Trucker-Demo, wenn ich es mal salopp formuliere. Die Bauern protestieren insgesamt, aber wir sehen, dass da drunter eben auch der Mittelstand vertreten ist, Handwerker und eben auch Angestellte aus allen Branchen. Und die Solidarität, das weiß ich auch aus meinem Wahlkreis, die ist riesig groß. Also hier wird Essen gebracht und sich solidarisiert. Das zeigt also, dass dieser Protest nicht nur von der Randgruppe ist oder etwa rechtsradikal, sondern aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und wir wissen es ja alle. Wir sehen ja überall, dass diese Ampelregierung unseren Wohlstand zerstört, Gesetze macht, die am Bürger vorbeigehen und ihn unsere Freiheitsrechte einschränken will. Und dass da natürlich ein Schulterschluss gesucht wird, dass wir als AfD die einzige Partei sind, die also hier die Notwendigkeit dieser Proteste auch vollständig anerkennen und unterstützen müsste, eigentlich jedem klar sein. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer eins, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt,
als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.